das Video machen wollen. Ja, kann ich mich nicht hinsetzen? Willst du das im Stehen gucken? Bist du behindert? Kamera ist doch hier oben. Ich mach nichts im Stehen. Der doch. Nein. Steh jetzt mal auf. Schief, John. Das war mein Schienbein. Hi. Schief, John. Nimmt schon auf, oder? Ja. Echt? Ja. Hi. Ich bin schon. Machen so oder so. Ich bin sein bester Freund. Ich hab den Kanal trotzdem nicht abonniert. Einfach nur schlechter Content. Guckst du auch meine Videos nicht, du auf Scheiße. Klar, guck ich dir. Okay, was war mein letztes Video? Scheiße. Ficker. Darf ich sagen, warum ich eine Glatze hab? Ja, los. Aber du musst erstmal Einleitung machen. Ja, mach du doch. Mach doch Einleitung. Ich muss sagen, warum ich Glatze habe, du musst anfangen. Wollen wir mal dieses Springen machen? Weißt du, wenn die so ins Bild springen? Hm. Doch, lass mal machen. Ich bleib stehen, du springst, okay? Okay. Nein, warte, du musst dich ducken, weil da machen wir so dieses John Cena, weißt du? Weißt du? Ich mach keinen John Cena. Doch, mit dabei so im Video ist... Bum, 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 bum. Weißt du, was ich meine? Geh mal runter. Geh mal auf die Knie. So, okay. Mach doch einfach. Nein, geh jetzt mal. Ja, nee, komm doch nur geh runter. Geh jetzt mal runter. Komm, du mal, Rudi, mal runter. Du bist hoch. Nein, geh du mal nein, runter. Nein, Digga, das bockt nicht. Geh du mal runter. Ich kann dich auf den Kopf gehen. Nein, ich bin jetzt höher als du. Ich hab da jetzt so... Darf ich mir nicht erzählen, bist du schon fertig mit? Nein, warte, ich muss erst noch sagen, was ich mache. Willkommen auf meinem Channel und heute habe ich ein neues Video für euch. Wir haben uns heute gedacht, wir machen heute mal ein... Was machen wir? Top Funny Musical.ly Reactions. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich dann euch erstmal erklären, komm mal näher ran, warum er einen Faden auf seinem Kopf hat. Guck, der hat dann so einen Faden auf seinem Kopf. Also, wir hatten ein Spiel, Fußball, und der ist mir halt mit seinen Schuhen in meinen Kopf gesprungen. Und dann war ich halt im Krankenhaus und jetzt habe ich eine Glatze. So, und jetzt fragen wir uns lieber, was ist lustiger? Ich muss zum Arzt, weil ich mich in der Wasserrutsche verletze, oder er muss am Kopf genäht werden, weil er Fußball spielt? Wer ist das im Hintergrund? Gib mir nicht auf die Eier. Ach, auf Scheiße. Und ich würde sagen, würd sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Können wir, oder? Ja, ich warte auf dich. Also Leute, das war's mit dem Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lass mal was anderes machen, Digga. Was ist das für ein Video? Was willst du machen? Willst du was erzählen? Wollen wir das mit dem Einkaufswagen erzählen? Wollen wir eine Real-Life-Story draus machen? Wollen wir Einkaufswagen erzählen? Ich hab mal ein paar Fotos, die wir reinschalten können dazu. Ich hab doch das Video. Das Video? Als ich Filter aufgenommen hab. Als er drin saß. Ich hab mal ein paar Fotos. Okay, aber lass die Einleitung dann. Bitte anfangen einfach an zu erzählen. Ich? Ja. War das? Zu welchem Geburtstag war das? Filter sind 16. Okay, also wir machen jetzt eine kleine Planänderung, wir haben irgendwie gemerkt. Ja, es hat nicht so gepasst. Also. Es merkt, es bockt irgendwie nicht. Mach mir eine kleine Real-Life-Story draus. Also. Erstmal ging Grüße raus an Erik Füldner. Ich glaube, Nachnamen sollte man nicht sagen. Grüße gehen raus an Erik Füldner. Grüße gehen raus an Füldner. Also, das war. Du darfst dich auch gerne hier näher ans Mikrofon stellen, sonst hört man nämlich nichts. Kann ich, oder? Ich warte. Also, kleine Planänderung. Ich hab doch schon gesagt, ja, wir machen jetzt Real Life Story. Ja, mach! Ja, geh mir doch nicht auf die Mikrofon. Ja, mach los! Also, die Story widme ich Erik.
weißt du. Ja, fang du jetzt mal an, also, oder? Es war, Erik hatte Geburtstag und wir waren bowlen. Naja, wir waren bowlen. Und dann naja, auf dem Rückweg war da so ein Container und da war so ein Einkaufswagen drin. Ey, wenn das die Polizei sieht, haben die Beweismittel gegen uns, da geht die Anzeige durch. Ja, auf jeden Fall. Meine Community ist dafür bekannt, dass die Polizei das eigentlich immer schaut. Die warten eigentlich nur drauf, dass wir eine Real-Life-Story darüber machen. Also, haben wir den Einkaufswagen da rausgeholt und haben uns gedacht, wir setzen uns da mal rein und lassen uns rumschieben. Und dann haben wir das grob geschätzt. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist Eisenach City und hier ist nicht City. Und wir sind halt durch. Was denn? Was für City? Ja, City als Stadt. Okay. Nach City. Ja, okay. Und wir sind halt mit dem Einkaufswagen, wo ich und Fildner Erik drin saßen, Richtung Stadt gefahren. Und dann wollten die nicht mehr und dann haben schon der Junge hier den Einkaufswagen geschoben. Alleine, während der Rest schon 50 Meter weiter vorne war. Dann hat Leon gesagt, da vorne ist die Polizei, ich soll den Wagen abstellen und wir Wagen rennen einfach weg. Und wir rennen einfach so wie es eigentlich nach normalen Menschensinn jeder machen würde. Aber ich war eigentlich der Meinung, dass uns die Polizei nicht deswegen anhält. Ja, wir haben ja auch nichts Verbotenes gemacht. Das ist ja eigentlich ganz normal, dass man mit dem Einkaufswagen durch die City rennt. Und dann sind wir an den vorbei mit dem Einkaufswagen. Wollen wir nachstellen, wie es kam? Weil du hast gerade eine Glatze, du kannst den glatzköpfigen Bullen gut nachmachen. Der hat keine Glatze gehabt. Doch, der hat eine Glatze gehabt. Auf jeden Fall hat er eine Glatze gehabt. Hat er eine Glatze gehabt? Der hat auf jeden Fall eine Glatze gehabt. Ich schwör auf meine Mutter. Also du machst ihn nach. Weißt du noch, wie er ankam? Nee. Was so? So! Ja, der hat so gemacht. Nee, er hat so gemacht. Nein, der hat so und hat das so gemacht. Ja, der sagt so, kommt her. Nee, der kommt her, so. Und hab ich so gemacht. Ja, auf jeden Fall standen wir da. Warum musst du eigentlich wieder meine Glatze zeigen? Auf jeden Fall standen wir dann wieder da. Hat doch einfach die Fresse, Dicker, du merkst euch als ihr gerade. Entschuldigung. Ja. Sich einfach was zu trinken. Alter, auf jeden Fall kommt dann so der Polizist und hält uns an. Und natürlich war Leon in dem Moment ziemlich angefressen oder ich weiß nicht, irgendwie sowas, oder? Minimal. Und ja, weil der kleine Knecht auch Bulle werden wollte und der hatte dann halt Angst, dass es nicht klappt. Und der Polizist, der uns angehalten hat, hat halt dann noch andere Polizisten gerufen, die eigentlich voll korrekt waren so. Und ja, die haben uns voll ausgelacht. Ja, und Leon hat dann halt den einen Polizist so ein bisschen nach Ausbildung und so gefragt. Ich war weiß, ich hab voll angefangen zu schleimen, so, ja, wie ist denn das so mit Vorstrafen? Und dann kommt der kleine fette Hundesohn, der uns angehalten hat, aus seinem Bullenwagen raus und sagt, dass wir vielleicht eine Anzeige kriegen wegen Diebstahl oder keine Ahnung, wegen Diebstahl. Ja, wegen Diebstahl. Und wir haben halt so gesagt, ja, der Einkaufswagen, ich bin ja Ausländer und ich habe kaputte Ausreden. Ich habe gesagt, wir haben den Einkaufswagen gefunden und ich wollte ihn zum Sperrmüll bringen. Dabei war der nächste Sperrmüll am anderen Ende der Stadt. Und also die paar haben uns das geglaubt. Der Fetti halt nicht, der kleine Hund. Und dann haben wir jetzt also einen Anzeigeantrag bekommen. Der aber immer, also noch, der nicht immer noch nicht da ist. Der meinte, der kommt noch. War das? Ist das schon 2 Monate her? Das ist schon. Warte. 5 Monate her. 5. Schwer als 5. 5. 4. 5. 4. Okay, der hat gesagt, nach 2 Monaten kommt an. Ist nichts gekommen. Ist nichts gekommen. Ja. Das wäre dann die nächste Anzeige gewesen. Ja. Ja. Willst du gehen raus am Filter? Ja. Nochmal Glück gehabt. Nein, noch ist der Fleischcreme. Aber einerseits muss ich ehrlich sagen, das war meine Schuld. Weil er hat mich nicht gewarnt, aber ich wollte es provozieren und wir haben auf die Fresse bekommen. Wir blenden euch gleich noch ein paar Bilder ein. Nein, die hab ich schon lange eingeblendet. Okay, Alter. Wollen wir noch was? Was lernen wir draus? So. Was lernen wir draus? Ach so.
Ja, und ein paar Tage später, ich weiß nicht mehr von wem, sehe ich Snapchat-Bild, wie einer einen Einkaufswagen in den Klassenraum reinbringt. Aber da passiert nichts. Eine ganze Schulklasse hat irgendwie einen Einkaufswagen ins Klassenzimmer gebracht. Ja. Sagt niemand was. Als nächstes werden Einkaufswagen. Warum fragst du mich? Na, Mehrzahl. Wagen, die wegen. Kurz AMG. Nein, ne. Übrigens, Grüße raus. Grüße gehen an den Polizisten. Ich hab deine Töchter geschwängert. Ich hoffe, du siehst das. Ich hab denen dann auch gesagt, in Deutschland laufen 200.000 Pädophile rum und ihr haltet mich an wegen einem Einkaufswagen und holt Verstärkung. Und da denke ich mir so, ich kacke euch auf den Kopf, Alter. Ja, ohne Scheiße. Was ist das für eine Mission? Die Verstärkung. Die ruft in ihr Walkie-Talkie, Verstärkung, Zentrum, Alter, als wenn ich 4 Granaten an meiner Tasche krieg. Keine. Und jetzt sind wir hier. Ohne Anzeige. Leon hat doch irgendeinen Ausbildungsberuf bekommen. Ja. Ich bin immer noch Fußballer. Ja. Bin noch nicht im Jugendknast. Ja. Aber das kommt noch. Ja. Meine Belehrung ist abgelaufen. Ja. Ja. Leon, ich bin vorbei, Leon. Hey. Hey. Wann sind wir fertig? Jetzt? Ja, also so 10, 15 Minuten vor Leon seiner Bruder. Die Fitschlägerei. Ach, das ist Lara. Bis gleich. Gibt jetzt nämlich noch 3er. Ja, ja. Ja. Ach ja, übrigens. Ich hatte ja Vollbart, ne? Ja. Aber ich habe jetzt nur Kinnbart und Schnurrbart, weil ich habe Konturen irgendwie mies verkackt, weil ich mir die 19 Euro für einen Barber sparen wollte. Da gibt es so einen in Dresden, so einen Typ, der macht Bärte. Das wollte ich mir sparen. Und macht er so aus Schafspelzbart oder aus Wolfsbart? Weißt du so? Mit Rasierklingen. Mit was produziert er seinen Bart, den er so macht? Was glaube ich. Ja, du hast gesagt, er macht Bart. Macht er ja so mit Rasierer. Nee, er macht Bart, das heißt, er schafft Bart. Halt also doch einfach die Fresse. Ist nicht lustig? Ich hab's. Du verarschst mich doch. Alter, meine Mutti ruft an. Hallo? Ja. Okay, Leute, das sollte jetzt erstmal von dem Video gewesen sein. Es war wieder etwas anderes, aber ihr kennt das ja. Wenn Stand da ist, sind keine Videos. Alter, sehr scheiße. Wenn Stand da ist, sind keine Videos so wie die anderen. Wir hoffen trotzdem, es hat euch gefallen. Ein paar Likes sind, denke ich mal, drin. Stand, das Wort zum Sonntag. Wann hast du das Video fertig? Heute Abend. Wann kommt es online? Morgen. Heute. Morgen? Heute. Selbst wenn ich jetzt anfangen würde, es hochzuladen, wäre es erst morgen früh online. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Und Scheiße, falsche Kamera! Ich habe eigentlich gehofft, du verkrachst dich jetzt.